Herzlichen Dank, Frau Präsidentin des Rechnungshofs. Mal von meiner Seite einen herzlichen Dank für diese Berichte. Ich glaube, das waren sehr, sehr wichtige Berichte. Einen herzlichen Dank an Ihnen und Ihr Team. Bericht des Rechnungshofs betreffend Arbeitsmarktservice. Besonders ein interessanter Bericht gewesen, wo man auch gesehen hat, dass da einiges nicht passt. Der überprüft wurde von September 2015 bis Jänner 2016, Prüfungszeitraum 11 bis 15. Sehr interessante Sache, ist ja die so von den Sozialdemokraten so gelobte Bundesregierung gewesen, Vorgängerbundesregierung gewesen, und siehe da, schau, beim Arbeitsmarktservice hat schon das eine oder andere natürlich nicht gepasst. Was wurde bemängelt vom Rechnungshof? Was wurde bemängelt vom Rechnungshof? Dass hier keine Steuerungsmaßnahmen, Leistungsdefizite, kein Kostenmanagement nicht gibt und so weiter und so weiter. Was sagt der AMS-Vorstand Johannes Kopf dazu? Er sagt natürlich, dass bei dieser Prüfung natürlich auch das geringe Wirtschaftswachstum schuld war, natürlich auch hohe Zuwanderung schuld war und so weiter und so fort. Alles wichtige Sachen, alles wichtige Dinge. Und da sieht man ja, dass unter SPÖ-Verantwortung natürlich hier in dieser Sache auch da das eine oder andere schon zum Himmel schreiend hervorgeht, dass das nicht gepasst hat. Und darum ist es gut, dass es den Rechnungshof gibt, der das dann schonungslos aufdeckt. Hier Verbesserungsmaßnahmen für Verbesserungsprogramme, nicht so nervös sein. Sie hätten nur in Ihrer Regierungsarbeit, sind Sie schon im Nationalrat gesessen, Kollege Knies, besser vielleicht arbeiten. Ja, die ÖVP. Immer wenn Sie nicht weiter wisst, war es die ÖVP. Das kennen wir jetzt mit so einem schon. Aber der Minister war aber nicht von der ÖVP. Kollege Knies, oder? War der Minister das so? Ja, so weit sind wir nicht mit der Verdrängung noch, dass wir jetzt zwar sagen, das war der Regierungspartner, stimmt, aber in Ministerverantwortung war es schon hier, und da sieht man ganz genau, was hier zustande gekommen ist. Aber wie gesagt, danke an den Rechnungshof, gute Überprüfung, und ich glaube, das Arbeitsmarktservice hat daraus gelernt, und vor allem unsere Bundesministerin Hartinger-Klein hat ja schon angekündigt, sie wird hier das Arbeitsmarktservice neu aufstellen und hier Reformen im AMS durchführen. Die neue Bundesregierung, Türkis-Blau, wird das richten, wird das reparieren, was unter ihrer Regierung und ihrer Ministerschaft hier vertan wurde. Danke.